Mein Name ist Michael Diemel. Ich bin 25 Jahre alt. Und ich stehe jetzt hier, weil ich denke, dass es einfach Zeit ist, sich zu empören. Es ist wahnsinnig kompliziert, das jetzt auf den Punkt zu bringen und eine verständliche Lösung zu bringen. Ich fange mal so an. Es ist seit März, beziehungsweise seit 18 Wochen, gibt es in Deutschland eine Friedensbewegung. Die hat in Berlin ihren Ursprung, um auf die derzeitige Situation in der Ukraine hinzuweisen. Und innerhalb von den 18 Wochen findet die Montagsdemo bzw. die Friedensmahnwache im kompletten deutschsprachigen Raum statt. Wir sind mittlerweile mit Österreich und Schweiz sind wir über 120 Städte. Und da ich Chemnitz gibt es mittlerweile auch eine, darauf komme ich jetzt aber mehr zu sprechen. Worum es mir geht, sind unsere Medien. Vorige Woche, beziehungsweise am Sonntag, stand im. Einen Moment, hat er verläuft gekriegt, ist aber nicht schlimm. Es stand im Spiegel: Stopp Putin jetzt! Und in der Bildzeitung stand: Wann stoppt die Welt endlich Putin? Leute, ich frage euch, was ist mit uns los? Ich habe einen zweijährigen Sohn, wegen dem ich hier stehe. Ich habe Großeltern, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind. Und ich möchte verhindern, dass meine Großeltern ihren Lebensabend im Krieg verbringen. Was in der Ukraine gestrickt worden ist. Ihr könnt euch das alle belesen, ich bringe jetzt einfach nur Stichpunkte. Im September vorigen Jahres war die Obama-Administration und unsere Bundesregierung auf dem Maidan und haben da Hetze gegen Putin gemacht. Die Abspaltung der Krim war nicht völkerrechtswidrig. Das war ein Volksentscheid. Es waren verschiedene Politiker, es waren nur aus der linken Fraktion, aus Brandenburg waren Leute vorhanden und von Österreich Leute. Und die können bestätigen, dass kein Militär, kein Polizei nicht irgendeinen Druck ausgeübt hätten. Die Abspaltung der Krim war also fair. Das Problem ist, dass Amerika 12,7 Billionen Dollar Schulden. Unser Geldsystem basierend Zins auf Zinseszins ist auf Schulden aufgebaut. Das heißt, gehst du auf die Bank, nimmst deinen Kredit als Beispiel, bekommst du Zinsen auferlegt. Diese Zinsen, die du zurückzahlen musst, das ist Geld, was sich nicht im Umlauf befindet. Die gesamte Weltbevölkerung hat 93 Billionen Dollar Schulden. An wen? An einen zweiten Planeten? Das Problem ist das, was gerade in der Geschichte passiert. Das hatten wir alles schon einmal. Es wird Kriegshetze betrieben. Was unsere Medien uns versuchen zu vermitteln, ist keine unabhängige Berichterstattung. Wir sind mittlerweile in Deutschland über 15 Millionen Menschen, die keine GEZ mehr bezahlen. Und ich sag's jetzt mal knallhart, und ich hab nichts mit Reichsbürgern oder mit Staatenlosigkeit zu tun. Meine Nationalität ist Mensch. Und wir müssen aufhören, uns Feindbilder schaffen zu lassen. Und wir müssen erkennen, in was für einer riesengroßen Lüge wir uns hier befinden. Uns wurde in der Schule beigebracht, dass Deutschland am 8. Mai 1945 kapituliert hätte. Das ist nicht wahr. Die deutsche Wehrmacht hat kapituliert. Es ist nie zu einem Friedensvertrag gekommen, sondern es wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt. Es gibt eine Haager Landkriegsverordnung, da kann man diese Sachen nachlesen. Die BRD, wir sind kein souveräner Rechtsstaat. Ich habe vor 5 Wochen bei der Demo in Chemnitz habe ich eine Konto- und Sendungsverfügung vom Finanzamt zerrissen und einen Haftbefehl von einem Gerichtsvollzieher, weil ich gesagt habe, ich bezahle keine Steuern mehr. Ich bin immer noch frei, Leute. Es hat sich noch keiner wieder bei mir gemeldet. Die Leute dürfen keine. Ach, es ist kompliziert, ich bin voller Emotionen. Und das Ding ist das, was in Palästina gerade passiert. Ich stand vorige Woche in der Bildzeitung: Nie wieder
Judenhass in Deutschland. Verdammte Scheiße! Hier hat doch keiner was gegen Juden. Und wir müssen mit diesem Schubladendenken aufhören. Wir sind die 99% und wir sind Menschen. Und ich rufe dazu auf, empört euch! Was ist denn mit unserer Generation los? An was für einem Punkt in der Geschichte hat uns die Evolution verarscht? Wo sind die Werte hin, die uns vermittelt haben? Nee, hab ich nicht. Aber ich richte mich nach dem Grundgesetz. Schalte das bitte ein. Warum? Das war warum? Ich habe genehmigte Veranstaltung. Hab ich nicht. Brauche ich nicht. Ich kann Ihnen das Grundgesetz zeigen. Ich habe zu kommen. Ich habe das Versammlungsrecht zu kommen. Das ist keine Versammlung. Und es ist. Ich bin der Demokratie. 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 Ich berufe mich hier auf das Grundgesetz. Und verdammte Scheiße, wir müssen aufhören, uns andauernd hier kleinkriegen zu lassen. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Und wir sitzen alle in der Scheiße. Sie auch. Sie auch. Was gerade? An der polnischen Grenze. Warum? Warum? Bevor wir das geklärt haben. Nein, warum? Wie gesagt, ich verstoße gegen kein Gesetz. Sie verstoßen erstmal gegen die Marktsatzung. Was ist denn eine Marktsatzung? Die Marktsatzung würde ich das Chemnitz hier im Markt. Wo haben Sie die Marktsatzung? Würde ich gerne lesen. Sie sind so wirklich selber zu kennen. An der polnischen Grenze werden gerade. Hören Sie bitte auf. Nein, ich höre nicht auf. Hören Sie bitte auf jetzt. An der polnischen Grenze werden gerade militärische. Warum? Was weiß ich nicht mehr. Wir können das ja im Dialog fortführen. Wir machen ja überhaupt keinen Dialog. Ich prostituiere mich nicht mehr. Ich will die Leute da verwirren, was hier passiert. Wir hatten verschiedene Werte. Es war damals so, aus Erzählungen kenne ich das her, eine Hand wäscht die andere. Was ist mit uns passiert? Warum ist es eine Ich-Gesellschaft geworden? Hören Sie auf. Als Kinder konnten wir auch nicht zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden. Sie filmen mich überhaupt nicht. Wir hatten keine Feindbilder. Meine Person. Nach Habgier oder nach. Wie soll ich das erklären? Was ist mit dem Fuß? Hier ist der Hummel. Ja. Es ist auch eine Zeit wegbringt. Ja, geben Sie mal einen Herrn Schirle her, bitte. Danke. Anna Schule kenne ich, Spurkerl. Ja. Es ist wirklich so, dass uns die Zeit wegrennt. Wir werden gerade Sachen gestrickt. Es werden Kriegsvorbereitungen getroffen. Es sind Wirtschaftskriege. Was für ein Mordgeschehen? Das ist ein Mordgeschehen. Das sind alle genehmigte Veranstaltungen. Das sind die Veranstaltungen. Wir können sie verstoßen. Noch dazu gegen die Polizei brauchen. Das ist was die Lärmwahl. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, warten Sie mal, bis die Versammlungsbürde da ist. Ne? Ich kann Ihnen das doch zeigen. Mich fotografieren Sie Polizei, bitte nicht. Polizei, mich fotografieren Sie bitte nicht. Nee, das untersage ich Ihnen, das zu veröffentlichen. Nee, können Sie ja nicht. Das ist ja eine Spontan-Demo. Ich lese Sie jetzt mal vor, was im Grundgesetz fest verankert ist. Weil ich mich ja nur auf mein Recht berufe. Und wir haben Rechte. Es ist doch einfach so, diese Leute da oben, dieses reine Prozent, die denken, ich rufe doch auch gerne zu Gewalt an. Wir sind doch alle friedlich und wir wollen friedliche Lösungen finden. Aber es ist so, die Leute da oben, die einfach ihre Diäten erhöhen. Die denken, die Weisheit mit Löchern gefressen zu haben. Und die aus dem Bett und Arsch gekrochen sind. Die stehen nicht für uns ein. Ich vergleiche das mit der Titanic. Wir fahren wieder auf diesen Eisberg zu. Und die Leute, die in der ersten und zweiten Klasse sitzen, die haben ein Ticket für das Rettungsboot. Aber die Leute in der dritten, vierten und fünften Klasse, die könnten sich das Ticket nicht leisten. Wir sind diejenigen, die das ausbaden werden müssen. Wenn eine ARD und ein ZDF von einem Shell-Konzern finanziert wird, haben wir auch ein Mitspracherecht. Wir werden nicht über die derzeitige Gefahr informiert. Wir sind nicht gegen Juden. Wir kritisieren den Zionismus in Israel. Diese armen Menschen, ich habe Videos gesehen und Bilder. Wo, ich will das gar nicht in den Mund nehmen, es ist schwierig, nachts noch einzuschlafen. Wo Kinder zerfetzt auf der Straße liegen, da werden Zivilisten getötet. Und die Palästinenser, diese armen Schweine, die können nicht flüchten, die sind eingesperrt. In Syrien, was ist denn mit uns los? Warum regen wir uns darüber auf, dass Asylbewerberheime eröffnet werden? Das ist doch scheiße! Die syrische
Tag. Wir wünschen und wir beten jeden Tag zu Gott, dass wir morgen ein Erdbeben haben. Denn wenn wir ein Erdbeben hätten, hätten wir sofort Hilfe. Aber wir haben ja nur einen Krieg. Was ist ein Krieg? Ja. Jemand, der einen Krieg veranstaltet, will nur seine eigenen Interessen durchsetzen. Es sind Wirtschaftskriege. Und wenn ich jetzt gleich verhaftet wäre, obwohl ich mich, wie gesagt, ich handle nur nach dem Gesetz. Und im Grundgesetz steht, und ich lese es jetzt vor, ich habe das alles im Handy. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung und Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und im Versammlungsrecht steht geschrieben. Das sind 180 Seiten. Den Moment. Und das ist ein oberster Satz im Versammlungsrecht enthalten. Das Recht, sich mit anderen Menschen versammeln zu können und dabei laut zu sagen, was man denkt, ist eine der grundlegenden Pfeiler einer Demokratie. Ich bitte euch, Leute, ich erwarte kein Wunder, aber ich habe Angst, weil ich bin nur einmal auf dieser Welt und das sind wir alle. Und das sind Menschen und das sind die 99% und wir dürfen uns nicht mal gefallen lassen. Ich bin selbstständig seit 2011. Mein Friesenleger Kollege, da im Reiterhof, da sagte mich aus, ist doch scheiße. Vor ein paar Jahren war es noch kein Problem, vor dem Winter der Öltanks mal voll zu knallen. Heute ist das. Ja, alles gut. Heute ist das. Müssen wir vom Winter einen Kredit nehmen, damit du uns vor Retten irgendwie überleben kannst. Du musst Schulden machen. Du bist in diesem System gefangen. Und das Problem ist das, wie bei einer Krankheit. Es werden nicht die Symptome bekannt, sondern es wird versucht, mit einem Sauerstoffgerät die Scheiße beim Leben zu halten. Aber wir müssen da wirklich versuchen, die Systeme anzugehen. Leute, bitte beobachtet in nächster Zeit. Wir sind 120 Städte. Wir Organisatoren von den Städten, wir haben alle Kontakt. Wir sind keine Organisation. Wir gehören keiner Partei an. Und wir distanzieren uns von jeglichem Extremismus. Links wie rechts. Wir sind Menschen. Und versucht bewusst zu verfolgen, was in nächster Zeit in den Nachrichten gebracht wird. Das ist Propaganda, das ist Kriegsätze, das hatten wir schon mal. Und ich will das mehr. Wegen meinem Sohn. Und wir sind nicht die Generation, wir können die Zukunft nicht verändern, aber wir sind in der Lage, eine bessere Gegenwart zu gestalten. Warum werden erneuerbare Energien nicht zugelassen? Warum hängen wir so an dem Öl? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die gesamte Weltbevölkerung 6 Millionen fast Liter. Ach mein Gott, Schwachsinn, ich bin nervös, Verzeihung. 6 Millionen fast Liter Erdöl am Tag verbraucht. 1975 waren wir an dem Punkt, dass wir 50 Millionen fast Erdöl-Liter verbraucht haben am Tag, die Weltbevölkerung. Und seit dem Jahr 2000 oder auf den heutigen Stand verbrauchen wir 88 Millionen fast Erdöl. Nur ist das Ding was, wir haben nicht in der EU, sondern in Europa haben wir zwei Länder, die Erdöl fördern. Das ist Großbritannien und Norwegen. Und die fördern Öl, alle beide aus der Nordsee. Und die haben im Jahr 2011 das Quick-Oil erreicht. Das heißt die Förderspitze. Die Länder waren nicht mehr in der Lage, Öl zu exportieren, sondern nur zu importieren. Genauso wie Indonesien. Das Öl geht alle. Und wenn wir jetzt mal zurückdenken, seit 9/11 beteiligt sich Deutschland an jedem Angriffskrieg. Irak war ein Angriffskrieg. Die Obama und die Bush-Administration, die sind so geschickt. Die sind ja sowas von in der Lage, Terroristen zu erfinden. Leute, innerhalb von 10 Jahren, warum sind wir dann noch nicht auf die Straße gegangen? Innerhalb von 10 Jahren wurde eine ganze Religion deformiert. Wenn man an einen Terroristen denkt, denkt man an einen Mann mit Bart. Verdammte Scheiße, 1,4. Leute, Scheiße. Wir müssen. Ich will mal noch was sagen. Ich habe die Frage vor 2 Wochen
bei unserem Wohnbau, bei unserer Demo in Chemnitz gebracht, gestellt. Was ist ein Ausländer? Kann mir irgendeiner beantworten, was ein Ausländer ist? 18, dieses Schubladendenken. Ein Vogel, der in seinem Winterquart hier fliegt, muss auch nicht irgendeinem Vollidioten einen Pass vorzeigen. Nur weil wir eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Religion oder aus einer anderen Kultur entstammen, sind wir doch gar nicht in Rassen einzustufen. Was ist denn eine Rasse? Wir sind Menschen. Und ich bitte euch, werdet bewusster. Wir wurden so in dieser Konsumgesellschaft manipuliert, das ist Wahnsinn. Und wir trauen uns doch schon gar nicht mehr, das Mal aufzumachen. Weil wir Angst um unsere Jobs haben, weil wir Angst um unsere Familie haben, weil wir Angst haben, wie wir in der Gesellschaft dastehen könnten. Jeder von uns wird am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett liegen. Und dann muss sich jeder von uns selber sagen können, so wie ich mein Leben verlebt habe, so kann ich das mit mir vereinbaren. Und ich will nicht auf dem Sterbebett liegen und mir sagen müssen, ja, ich habe zugesehen, dass ich immer meine Rechnung bezahlen könnte, dass ich immer im Strom mitgeschwommen bin. Nein, wir sind mittlerweile so zivilisiert, dass wir doch wirklich, wir machen den ganzen Planeten kaputt, wir machen uns kaputt. Und Albert Einstein hat gesagt, der dritte Weltkrieg wird Atomar geführt und wir führen wieder mit Stöcken und Steinen. Wir sind, der Euro ist tot, ich habe kein Girokonto mehr. Ich werde oft gefragt, wie mache ich das, weil ich kein Girokonto mehr habe. Ich oder als Angestellter, dein Chef in deiner Firma ist dazu verpflichtet, gesetzlich, wenn du dein Geld bar ausgezahlt bekommen willst, gegen Quittung, hat er das zu machen. Die Banken sind pleite. Es geht doch schon mit Zwangsenteignungen los, langsam, bei der Lebensversicherung. Warum werden wir nicht wach? Wo sind die Leute? Wo seid ihr? Die 89 auf die Straße gegangen sind. Wo seid ihr? Nehmt euch mal das, was Rudi Dutschke gemacht hat, 1968, das soll doch nicht umsonst gewesen sein. Wir dürfen keine Angst mehr haben, wir sind die 99% und wir müssen laut werden. Wir müssen definitiv friedlich bleiben. Denn Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Wir hatten vor zwei Wochen, samstags, hatten wir eine überregionale Demo in Berlin. Hier waren über 10.000 Menschen auf der Straße. Es war geil. Wir sind durch die Straßen gelaufen und die 10.000 Mann haben geschrien, wir sind das Volk. Und die 89, reiht euch ein. Und ich rufe euch ins Gewissen, reiht euch ein. Und wenn es bloß in dem Sinne ist, dass ihr anfangt, bewusster zu leben, eure Umwelt bewusster zu beobachten. Ich habe heute die Arbeit niedergelegt. Weil alles darauf, es sieht so aus. Und es ist keine Spekulation und es ist keine Verschwörungstheorie, wo man sich wieder fragen sollte, was ist eine Verschwörungstheorie? Alles Schwachsinn. Es ist definitiv so. Und ich behaupte das jetzt. Zu 75% wird sich Europa dieses Jahr noch im Krieg befinden. Und wir sollten uns die Frage stellen, wer hat uns über 10 Jahre lang abgehört? Wer hat in Pakistan durch Drohnenangriffe über 3000 Menschen auf dem Gewissen? Und wer hat ein Guantanamo? Das ist nicht der Russe. Wenn ich wissen will, ob der Russe gefährlich ist, dann fahre ich nach Russland. Und ich werde feststellen, dass das genauso Menschen sind wie wir. Und die wissen ohne, was los ist. Wir sollten uns die Frage stellen, wem wir hier weiter am Arsch lecken. Ich liebe Amerika. Amerika ist ein geiles Land und sind geile Menschen. Aber die gehen genauso schon zu Tausenden auf die Straßen. Warum berichten unsere Medien nicht über die Friedensbewegung 2014, die innerhalb von 17 Wochen über 120 Städte im deutschsprachigen Raum, übrigens seit 3 Wochen auch in Kanada, in Vancouver, ist eine Bewegung, die sich zu uns zählt. Warum berichten die Medien nicht darüber? Weil sie sofort, weil ihr wisst alle, was hier verkehrt läuft. Uns geht's ein, scheiße. Und die Polizei steht hinter uns. Bei der Polizei geht's genauso scheiße. Und das... Ach, verdammte Scheiße. Und immer für den Vorteil. Es ist einfach so, wenn die darüber berichten würden, hätten die sofort 89 wieder. Und davor haben die Angst. Die haben Angst davor, dass wir unsere Köpfe einschalten.
Hauptsache, solche Wörter wie Verbraucher fällt gerade nicht ein, den Faden verloren. Aber Verbraucher zum Beispiel ist ein Wort, was negativ belegt war. Immer, wenn du heute etwas verbrauchst, bist du ein hochangesehener Mensch. Eine Sippe, was ist eine Sippe? Eine Sippe, das war früher, das ist geil, das war eine Familie auf Bauernhöfen. Die haben füreinander, eine Hand wäscht die andere, jeder hat sich eingebracht, wie er könnte. Heute wird das Wort Sippe als Beleidigung genutzt. Warum lassen wir das denn mit uns machen? Wir kennen doch alle Geschichten von unseren Eltern oder Großeltern, wie das früher war. Was ist denn mit uns passiert? Jugend gegen Alt, Schwarz gegen Weiß, Christ gegen Jude, das ist doch alles Bullshit. Es ist doch so, wir regen uns alle darüber auf, über die Hartz-IV-Empfänger. Soll ich mal sagen, wir sollen uns darüber aufregen, dass irgendwelche Schlipsträger da oben unser Geld kassifieren und sich mit unserem Geld verspekulieren. Wozu brauchen wir eine Börse? Es ist aus ethischen Gründen nicht vertretbar, dass über Nahrungsmittel mit Geld spekuliert wird. Wir geben uns alle 4 Jahre, lassen uns in dem Glauben, wir hätten doch eine Wahl. Wir hätten eine gewisse Macht, etwas zu verändern. So, und dann stecken wir einen Zettel in eine Urne. So, jetzt muss man sich die Definition von Urne nochmal überlegen. Wir haben keine Gewalt darüber. Auf dem Bild nach oben wirst du korrupt. Es gibt Lösungsansätze. Es kann keiner genau sagen, wie man es besser machen kann, weil wir leider keinen zweiten Planeten haben, auf den wir zurückschauen können. Haben wir nicht. Aber es kann nur besser werden. Das, was jetzt gerade passiert, das hatten wir schon ein paar Mal in der Geschichte. Wenn wir, ich habe nicht gewählt. Ich habe voriges Jahr und dieses Jahr nicht gewählt. Ich habe meine Stimme behalten, um sie erheben zu können. Ich habe meine Stimme behalten, denn mit meiner Stimme legitimiere ich Waffenexporte ins Ausland. Mit meiner Stimme legitimiere ich, dass diese, fällig zu werden. Mit unserer Stimme legitimieren wir das, dass Herr Steinmeier und eine Frau Merkel diesen Faschistenschweinen da drüben in der Ukraine die Hand reichen. Und der Herr Poroschenko, es sind Nazis, diese Regierung wurde nach oben gepusht. Leute, das ist nur 2000 Kilometer weit entfernt. Und an der polnischen Grenze werden gerade strategische Sachen eingeleitet. Es werden Truppen dort, ruft euch das Bild ins Gedächtnis, Amerika platziert Stützpunkte an der polnischen Grenze. Wir können froh sein, der Herr Putin ist genauso eine Drecksau. Davon mal abgesehen. Aber wir können froh sein, dass wir so einen besonnenen Mann wie den Herrn Putin in Russland sitzen haben. Ich weiß nicht, wie andere schon reagiert hätten. Warum? Ja, ich kann doch nicht wahr sehen. Warum? Das ist doch rassistische Rede, die du hältst. Was ist doch rassistische Rede? Kann doch nicht wahr sein. Wissen Sie, was Rassisten sind? Rassisten, was ist Faschismus? Wir werfen hier mit Wörtern um uns, die wir nicht kennen. Was ist Faschismus? Ich sag's euch. Die genaue Definition von Faschismus ist... Wenn man das Ding runter... Wenn du mit jemandem reden willst, dann nenn einen anderen Menschen nicht Drecksau. Dann bist du nämlich nichts anderes. Hört die Mitte so nicht. Es gehört einfach nicht, machen Sie einfach weiter. Einen anderen Menschen so zu betiteln. Doch, kann ich, weil die Leute sind keine Lügner, sondern sie sind nicht verlogen, sondern die Leute da oben sind nicht verlogen. Es sind Lügner, die wissen ganz genau, was die da oben machen. Und die genaue Definition für Faschismus ist, wenn die Banken, die Medien und die Politik das Volk unterdrücken. Das ist die Definition für Faschismus. Was ist Demokratie? Wir denken jedes Mal, dass wir in einer Demokratie leben. Das ist nicht wahr. Demokratie ist nur ableitbar aus dem Altgriechischen. Eine andere Definition und Übersetzung für Demokratie haben wir nicht. Demokratie leitet sich aus zwei Wörtern ab. Das ist das Wort Demos und das Wort
Kraten. Demos bedeutet auf Altgriechisch das Dorf. Und Kraten bedeutet den Wagen ziehen. Das heißt, übersetzt, das sich selbst verwaltende Dorf. Wir haben im Grundgesetz das Subsidiaritätsprinzip verankert. Das Subsidiaritätsprinzip wurde im vorigen Jahrhundert, in den 30er Jahren, vom Vatikan einberufen. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass die kleinste Einheit die größte Macht haben sollte. Das heißt, jeder Bürgermeister müsste über einer Bundeskanzlerin stehen. Ich muss jetzt wahrscheinlich hoffen. Ja. Aber wartet bitte zum Hostel, Leute. Danke. Los, los, los. Wenn Sie mich nochmal angehen, gehe ich Sie mit an. Sollten Sie mich hier fotografieren? Ich habe recht auf eigenen Bild. Das nee, ist was wissen wir. Das müssen wir. Wissen wir. Das ist nur zu unserem Wer Schutz. Sie? Das ist nur zu unserem Schutz. Ach so. Ich habe keinen Personalausweis mehr, weil ich von niemandem das Personal bin. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen, wenn ich fahren darf? Können Sie sich ausweisen? Ich habe mir ausgegeben, ich habe mir T-Shirt an. Mehr nicht. Ja, aber dann zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Ich habe keinen mehr, weil ich niemand des Personal bin. Wenn ich mal als Bürgerin, die jetzt hier hinzugekommen ist, interessierte Bürgerin, die Polizeiherrschaft mal fragen darf, der junge Mann hat ja was kundgegeben, ne? Seine These. Und das darf er nicht laut dem Grundgesetz. Er hat ja niemanden beleidigt. Nee. Er hat nicht irgendwie, ich hab ihn auch nur gebeten. Warum ist jetzt eigentlich dieser Polizeieinsatz hier? Ich habe ihn nur gebeten. Weil der Herr Unkel das so wollte. Ich habe ihn gebeten. Weil was zu verbergen hat. Ich will immer ausdrücklich das Film dieser Bürger. Nee, ich filme Sie. Ja? Und zu behaupten, was ich hier so wollte. Sie haben gesagt, er muss weggeschafft werden. Sie haben gesagt, die müssen weggeschafft werden. Er hat ein Grundgesetz. Es gibt ein Grundgesetz und im Grundgesetz steht verankert, dass er das definitiv darf, eine öffentliche Meinung. Nee, ich habe hier drin gesessen, ich habe mir ein Glas Wein gebracht. Das könnte es nicht sein. Sie kriegen einen Platzverweis jetzt, Sie können das an einer anderen Stelle fortführen, aber nicht hier, wenn Sie das Marktwesen in das Weindorf führen. Wer fühlt sich denn gestört? Wer hat sich denn gestört gefühlt? Ich habe die Leute beschwert. Nee, es hat sich keiner beschwert. Sie haben hier gegessen und haben eine weggeschickt. Ich habe sie beobachtet. Der Chef hat doch nur Sie haben eine Bratwurst gegessen und danach haben Sie... Genau, und danach haben Sie... Mutter, weil Sie nur Angst haben. Ich habe Ihnen gesagt, Herr Onkel, dass das scheiße ist, was Sie machen. Wir können doch ich habe gesagt, das ist Mist, was Sie machen. Warte mal, wir können doch normal... Nee, ich halte meinen Mund nicht mehr. Das ist klar, das mache ich ohne. Wir haben hier keine breite Diskussionsgrundlage. Ah ja, Hammer. Das Ordnungsamt trifft jetzt eine Entscheidung. Welche denn? Dann soll das Ordnungsamt sich ausweisen. Was sie sich denn hier das, aus, das Ordnungsamt soll sich ausweisen. Was haben Sie denn für ein Problem, Herr Runkel? Wenn man auf diese Art und Weise... Das ist der Herr Runkel, das ist der Ordnungsamtsbürgermeister, genau. Richtig. Ich bin Ordnungsamt, weißt du. Ja, nee, das ist Sie sind nicht der. Jedes Schreiben von Amts wegen nach Paragraf 37 Absatz 3 ist befohlen, zu einem Fernleser nicht zu unterschreiben sein. Wenn euch die Ämter drohen, fordert eine. Nee, warum? Wir befinden uns kurz vorm Krieg. Und wenn ich mich dann hier so vollsuppen lassen muss, wenn man eine Diskussion auf dieser Ebene führt, kommt man nie auf einen Nenner. Sie sind erwachsene Menschen. Ich bin ein 25-jähriger Rotzer. Was bieten Sie sich ein? Und grüßen mir, ich habe auch ein sehr kompliziertes Lebensgang. Man kann sich doch auch nicht unterhalten. Oder sind Sie was Besseres? Ich nicht. Ich schaue schon ewig auf Fußball, noch nie. Ich bin noch nie Fußball-Fan gewesen. Das könnte gerne woanders tun. Ich würde den Markt einfach so. Ich würde mal jeden wegschicken. Gut, wir verbleiben so, weil wir eh auf Kinder noch kommen. Ja. So, dann würde ich Sie jetzt bitten. Ja. Die Örtlichkeit zu verlassen. Vor was habt ihr Angst? Nee, Sie können mich im Gast mal keinen Platz vor mich aussprechen. Warum? Was habe ich gemacht? Sie haben das hier gemütlich. Was? Was sind Sie? Ich bin der Abteilungsleiter. Hat sich noch nicht ausgewiesen. Für was? Für Polizeirecht. Das sind meine Mitarbeiter.
Von der Polizeibehörde, nicht von der Polizei. Aber sie weisen sich auch nicht aus, wie soll ich feststellen können, dass sie hier wirklich das sind, denen sie hier vorgeben zu sein. Genau. Wir müssen uns andauernd an irgendwelche Rechtmäßigkeiten wenden und sie wollen uns andauernd erklären, dass wir hier in kürzeren ziehen. Also, sie sind genauso wie mich. Sie fahren heute Abend auch wieder nach Hause zu ihrer Familie. Und sie sollten uns unterstützen, weil wir stehen für uns hier. Und hören Sie auf, sich für diese Leute da oben zu prostituieren. Da will man die Menschheit über all meine Themen aufklären. Ja, das ist gut, ich habe mich ausgedrückt. Leute, danke. Peinlich, Da kommt der Polizeibehörde und schickt uns weg, ja? Die sich noch nicht mal ausgewiesen haben, obwohl sie dazu verpflichtet sind.